Willkommen zu dem Video, ich bin Eva und in dem Video erzähle ich euch über Freely, weil vielleicht kennt ihr Freely. Freely ist eine englische, also es kommt eigentlich ursprünglich aus Australien, australische YouTuberin, die viele Themen macht zu vegan und praktisch auch Leute erklärt, was vegan ist und erklärt Leuten auch, was eine gesunde Ernährung ist. Und die hat in letzter Zeit auch super viel Hate bekommen. Und es gab ganz viele Videos über sie, wo gezeigt wurde, warum Leute sie nicht mögen. Und deswegen will ich einfach ein Video machen, um zu zeigen, warum ich finde, dass ihr YouTube-Channel super wertvoll ist und warum ich sie als Person auch super, super spannend finde. Zum einen einfach aus dem Grund, weil sie sehr authentisch sie selber ist. Und ich finde, das ist was ich definitiv lernen will und auch verbessern will, dass man einfach man selber ist, dass man Leuten praktisch das sagt, was man meint und dann nicht irgendwie alles schön redet, sondern einfach Sachen ein bisschen klarer sagt einfach und sich traut, man selber zu sein, auch wenn es Hate gibt, weil Freely, also kriegt so unglaublich viele Hate-Kommentare und ich finde das ziemlich schade, wie Leute einfach im Internet nicht nachdenken und einfach den Hate so raussetzen und ich glaube, man vergisst im Internet leider manchmal, dass die Leute, die zum Beispiel YouTube-Videos machen, ja auch nur normale Leute sind und auch egal, ob man jetzt ganz, ganz viele Follower hat oder weniger Follower, ist man trotzdem ja noch ein normaler Mensch, der Gefühle hat und wenn man so böse Kommentare liest, das ist dann echt, ja, ist ziemlich traurig und genau, und deswegen finde ich das super gut, dass sie trotzdem Videos macht, dass sie sagt, hey, mein Ziel ist, Leuten Gesundheit, die Gesundheit von Leuten zu verbessern und Leuten zu helfen. Und auch obwohl wahrscheinlich viele mich nicht mögen, ist es trotzdem einfach das, wofür ich auf der Erde bin. Und das ist mein Zweck und da will ich einfach Leuten trotzdem helfen. Also das finde ich super, super, super gut, dass sie das macht. Was ich auch wahnsinnig cool finde, ist, dass sie sich immer für Tiere einsetzt. Also sie zeigt in den Videos Massentierhaltung und sie zeigt halt einfach die Wichtigkeit nachzudenken, wo die Produkte herkommen, die man konsumiert. Und vor allem bei Fleisch ist es ja so, dass so viel Leid da drin steckt und das so schade ist, weil es so einfach zu vermeiden ist. Also wirklich, ich glaube, es gibt nichts Einfacheres, als auf Fleisch zu verzichten. Vor allem jetzt, weil es so viele Ersatzprodukte gibt, zumindest in Deutschland, sorry. Und ja, deswegen finde ich das super cool. Ich finde, in dieser sozialen Medienwelt wird so viel Wert auf den Körper gelegt, auf das Aussehen gelegt und man vergisst dabei die Werte, die wirklich wichtig sind, sowas wie Mitgefühl gegenüber anderen Menschen, Mitgefühl gegenüber Tieren. Und bei mir ist auch bei einem Freund oder so, wenn ich einen Freund habe, das Wichtige ist einfach, das Aussehen ist okay, klar, ist jetzt nicht für, aber es ist nicht das Wichtigste. Also das Wichtigste ist wirklich der Charakter. Und ich glaube, das geht oft verloren, wo dann viele Menschen glauben, dass das Aussehen das Wichtigste ist. Aber das stimmt nicht. Das ist auch, ich denke auch, du kannst wirklich die hübscheste Frau beispielsweise sein und trotzdem in einer Beziehung von einem Mann geschlagen werden. Weil das Wichtige ist wirklich zu lernen, wie man gute Grenzen setzt, zu lernen, wie man gutes Selbstwertgefühl hat. Und das kommt nicht von Operationen, Schönheitsoperationen, Schminke etc., sondern es kommt wirklich von drinnen. Und das muss man eben lernen und bauen. Und da finde ich sie so cool, dass sie eben das schafft, vor allem auch jungen Leuten zu vermitteln, dass es auf die inneren Werte drauf ankommt. Das finde ich super. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass sie ein sehr unkonventionelles Leben hat, seit sie eben vegan ist. Und dass sie das auch mit uns teilt. Und das finde ich super schön, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass Leute in ihr Privatleben Einblick geben. Und wenn sie da zeigt, wie sie ihren Food Forest gemacht hat, also wenn ihr Freely nicht kennt, sie lebt off-grid, also in so einem kleinen Haus, ein bisschen entfernt von der Zivilisation in so einem, und die bauen ihre eigenen Obstbäume an und so. Und ich finde das super spannend. Also ich will jetzt nicht, ich glaube, ich wäre einfach nicht der Typ dafür, so off-grid zu leben, also weit von der Zivilisation entfernt. Aber so viele Dinge. Also ich will auf jeden Fall einen Garten haben, ich will auf jeden Fall selber Obstbäume anbauen und selber einfach Sachen anbauen, weil vor allem selber Gemüse anbauen ist,
glaube ich, so wertvoll, einfach zu lernen, wo das Essen herkommt, zu lernen, dass man es selber anbauen kann und einfach da ein bisschen nachhaltiger zu werden. Und das finde ich super, super cool, wenn sie das teilt. Und ja, ich finde, sie ist einfach richtig inspirierend in diesem Aspekt hin. Wo ich mir glaube, dass eben viele Hate-Kommentare herkommen, ist, weil sie sehr offen redet. Und das Lustige ist, ich habe mir so eine Geschichte gelesen, und zwar war das ein König, und der wollte sehen, okay, wo sind die Feinde schon, wie weit sind die schon vorgedrungen, sind die schon an den Grenzen von meinem Königreich. Und dann hat er so einen jungen Mann, der halt bei ihm bedienstet war, so einen Bediensteten weggeschickt und hat gesagt, ja, schau, reite dahin und schau, wie lang die Feinde noch entfernt sind. Hat das der junge Mann gemacht. Und dann ist er wiedergekommen mit der super, super schlechten Nachricht. Die Feinde sind schon viel, viel, viel weiter, als der König gedacht hat. Und der König war komplett außer sich, wütend. Wie kann es sein, dass ihm das niemand erzählt hat? Und super, super wütend. Und hat dann in seiner Wut dem Bediensteten den Kopf abgeschlagen. Und das fand ich so interessant, weil man kann das auch auf unsere heutige Gesellschaft ein bisschen anwenden. Und zwar, wenn zum Beispiel Leute sich super schlecht ernähren oder ihren Kindern auch richtig viel Fast Food geben und da halt einfach nicht dieses Bewusstsein für Gesundheit einfach haben und einfach halt so leben und ihre Gesundheit ein bisschen schaden. Und dann kommt Freely und erzählt, ja, was du machst, ist eigentlich richtiger Schwachsinn, dass du deinen Kindern so viel Süßzeug gibst und deine Kinder werden mal Krebs haben, was ja auch stimmt. Also es stimmt, oder auch, dass wenn du ganz viel Fastfood isst, natürlich wirkt sich das auf deine Gesundheit auf. Und viele Leute, die erste Reaktion ist natürlich Wut. Da kommt jetzt auf einmal einer und der sagt mir, hey, so wie ich mein Leben lebe, ist es vielleicht nicht optimal. Und dann ist natürlich diese Wut da auf Freely. Und das sieht man natürlich in den ganzen Kommentaren, die sie kriegt, diese Hasskommentare. Und dann fand ich ganz interessant, so ein paar Kommentare sind auch dabei. Und da heißt dann, hey Freely, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte Danke sagen, weil du hast mich inspiriert, vegan zu werden. Und ich wollte mich auch entschuldigen, weil vor ein paar Jahren habe ich so böse Kommentare auf dem YouTube-Channel hinterlassen. Und das fand ich super interessant zu sehen, weil die meisten Leute sind erst sauer auf den, der die schlechte Nachricht überbringt. Und dann brauchen sie ein bisschen Zeit und dann irgendwann werden sie dankbar dafür. Und ich glaube, bei dem König wird es dann auch so gewesen sein, dass ein paar Tage später hat er sich dann doch gedacht, hey, das, was der Botschafter mir erzählt hat, war super hilfreich, weil jetzt kann ich mich richtig besser darauf vorbereiten. Und genau, und das finde ich ist in unserer Gesellschaft halt einfach so, dass die Leute auch auf YouTube, die erzählen, zum Beispiel, du kannst Cola trinken, ohne dick zu werden, oder du kannst Fast Food essen, ohne deine Gesundheit zu schädigen, oder hey, es ist okay, wenn du nicht auf deinen Körper achtest, oder irgendwie so. Die Leute kriegen dann viel mehr Liebe, praktisch, in den Kommentaren, aber es ist halt einfach fake, weil es bringt halt der Gesellschaft nichts, oder? Wenn man den Leuten sagt, ist es falsch, was du machst, aber mach weiter so. Es bringt ja der Gesellschaft nichts und es verursacht nur Leid. Und da finde ich gut, dass sie einfach ihren Weg geht, dass sie einfach sagt, hey, ich will den Leuten helfen und ob ich jetzt Hasskommentare bekomme oder nicht, dann mache ich das trotzdem. Und das ist ein super Vorbild für mich. Und genau, und der letzte Punkt, warum ich sie super gut finde auch, ist, dass sie sehr, ja, sehr, sehr frei ist. Und das ist definitiv ein Wert, den ich auch unbedingt haben will. Also ich will mich so anziehen, wie ich will. Ich will so leben, wie ich will. Und das ist diese Freiheit, diese Selbstbestimmtheit ist ein großes Ziel von mir zurzeit auf jeden Fall, dass ich mich einfach von Dingen trenne, wenn es möglich ist, die so belastend sind und einfach frei werde. Und ja, und das ist definitiv was ich richtig gut finde. Also ich finde, von ihr kann man viel lernen. Ich finde, dass ihre Art vielleicht, weil sie doch sehr harsch bestimmte Dinge ausdrückt, in verschiedenen Kulturkreisen aneckt, weil zum Beispiel in Deutschland, wir sind ja sehr, also finde ich persönlich, so ist meine Meinung, sehr offen gegenüber Frauenrechte, also dass Frauen, finde ich, haben, klar ist noch viel, 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 viel Raum für Wachstum, auch in Deutschland, aber wenn man das vergleicht zu anderen Kulturkreisen, dann kann die Frau relativ mehr selbstbestimmt handeln
Und ich glaube, da würde Freely nicht so viele Anschuldigungen bekommen. Aber natürlich andere Kulturkreise, wo Frauen nicht so viel dürfen oder nicht so viel zu sagen haben, kann das definitiv anecken. Deswegen finde ich das immer gut, dass man nett ist zu anderen Leuten, ob es in Person ist oder übers Internet. Genau, vielleicht noch, aber ein Punkt, den ich definitiv als Kritik sehe bei Freely, ist, dass, also ich kenne ja nur das von den Videos, dass ich persönlich, wenn ich irgendwas mit wem anderen habe, was Schlechtes, dann würde ich das immer erst irgendwie versuchen zu regeln übers Telefon mit der Person oder mich mit der Person treffen, bevor ich da irgendwas teile auf den sozialen Netzwerken. Aber genau, das war es zu dem heutigen Video. Ich glaube, die Moral davon ist einfach nicht einfach nett sein, ob es in der Person ist oder auf den sozialen Netzwerken, und zu wissen, dass wenn man böse Kommentare hinterlässt, dass die halt auch Auswirkungen haben. Also das, was man in die Welt rausgibt, das betrifft andere Leute auf jeden Fall. Und wenn man sich da ein bisschen sensibilisiert oder da ein bisschen sich überlegt, bevor man postet oder sich überlegt, bevor man hasserfüllte Kommentare sendet, das würde so viel verändern. Genau, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über Gesundheit, dann definitiv abonniert den Kanal, weil ich teile ganz viele Inhalte zu Gesundheit oder zu Rohkost, zu obstbasierten Lebensstil. Und ich habe auch einen E-Mail-Newsletter, für den könnt ihr euch abonnieren, wenn ihr wollt. Und da gebe ich euch auch ganz viele Tipps und Tricks zum veganen Lebensstil. Viele, viele Grüße und euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.